Evolution versus The Miffy. So, Leute, hier nun der letzte Kampf aus Runde 1. The Miffy gegen Evolution, wie bereits gerade gesagt. Und der Micha ist mit am Start. Hallo. Bei Suiza Rinderleiteburg. Oh aber, yeah. Aber what the fuck? Avatar? Was ist ja, denn? Ja, ich war... Das, genau das was Gleiche. Was ist denn da passiert? Genau das Gleiche hat Akarui vorhin auch schon gesagt. Ich habe keine Ahnung. Die sind so komplett durcheinander geworfen. Okay, gut. Ich habe jetzt einen männlichen Standard-Avatar als Lucrezia. Okay. Du hast Gardevoir dabei. Das ist ja, denke ich mal, nichts, was uns überraschen sollte. Ne? Das geht einfach gar nicht. Wobei, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Oben sehen wir dafür Kapilz und Tornupto. Und Tornupto sollte, denke ich, den meisten noch ein Begriff sein, denn das war das Pokémon, mit dem Evo ziemlich viel Eindruck hat in der Arena. Das ist die Krabbe, oder nicht? Was, Krabbe, das, ja, das müsste die Krabbe das sein. War die Krabbe. Ja, der Scarf-Eruptionstornupto. Oh ja, es geht so ab. Und sein Team sieht sehr bunt aus, so nebenbei, so rein farblich gesehen. Wollte ich nur mal anmerken. Ja, das stimmt. Er hat aber bei dir sind auch verschiedene. Er hat tatsächlich auch beide gute Defensiv-Cores dabei. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist mal. Pflanze, Wasser, gut. Feuer ist ja ein guter Core so zusammen. Und Stahl, Drache und Fee auch. Und die hat er tatsächlich übrigens, beide drin. Er sieht übrigens tatsächlich so aus wie sein Avatar. Ja. Nur so nebenbei. So, und okay. Das ist ein Start. Es ist zwar speziell defensiv, aber ich denke mal, das ist ja etwas, was du nicht so schlimm findest. Och, ich kann mich darüber nicht beklagen. Auch wenn dieses blöde Puddingviech mir ein bisschen Angst macht, weil es halt Matschbombe kann und definitiv einen Schlag von Lucrezia aushält. Und Schlammwurm hat es auch. Ja, stimmt. Beides. So. Am besten beides in einem Set. Und da das wundert mich jetzt. Hast du den Feuersturm vergessen? Ja, ich habe nicht nachgedacht. Ich habe nicht dran gedacht, dass das Ding auf Feuersturm kann. Ich hatte auf dem Zeiger Matschbombe oder sowas in der Richtung, Drachenpuls, Donnerblitz. Und ach, das letzte wird nicht so wichtig sein. Und Erdbeben zum Covern vielleicht oder sowas. Aber ich habe den Feuersturm völlig vergessen. Ebenscher Name übrigens. Ja, definitiv. Too fair to fly. Ja, ist doch so. So, er möchte dich raushauen, aber das funktionierte nicht. Mhm. Und du hast jetzt den Drachentanz drin. Oh ja. Was schon mal nicht verkehrt ist. Das waren Filinare, aber... Ja, ah, okay. Das ist jetzt natürlich doof gelaufen. In der Tat. Es bleibt nur die Frage abzusehen. Das riecht mir schon, das sieht schon nach deinem Verhalten zweiter Drachentanz so aus, als hättest du da die allseits beliebte, den allseits beliebten Schwächenschutz drauf. Wie kommst du nur auf die Idee? Ich habe keine Ahnung. Das macht doch niemand mit Dragon. Nein, weil ich doch niemals. Nie im Leben. So, jetzt hast du quasi einen extrem hohen Angriff da. Ja. Allerdings keine gute Attacke, um es auszunutzen. Ja, aber ich, immerhin den Turbo-Tempo. Wenn das ein physisch-defensives Felinara gewesen wäre, bin ich mir nicht so sicher, ob das gereicht hätte. Selbst bei plus 4. Ja, bin ich auch nicht ganz sicher. Feuerschlag, aber ich denke mal ganz stark, da ist sowieso der Sash drauf. Ja. Sonst hätte diese Wahl nämlich keinerlei Sinn ergeben. Ja. Und jetzt penne ich erstmal eine Runde. Pilzspore, was ja. Was ich im Übrigen nicht gut heißen kann. Ja, das kann ich mir glauben, kann ich mir denken. Mhm. Das war auch so ein Moment, der hat mir, Entschuldigung, der hat mir richtig wehgetan, weil ein Dragoran mit plus 4, plus 2 rauszuwechseln. Ja, das ist schade. Da kommt wieder ein Kapilz mit dem Felsgrab. Ja. Seht ihr das bei der Initiative? Da habe ich tatsächlich nicht dran gedacht. Und warum zur Hölle bin ich da jetzt rausgegangen? Ich sagen, du hättest eigentlich mega ruckzuckig oder einfach nur ruckzuckig auch gereicht. Ja gut, nicht wenn ich eine gesenkte Init und einen Tempo kassiere. Ja, hast recht, stimmt, schon gut. Ja, schon gut, alles klar. Verzeihung. Ich habe gerade auch so gedacht, hä, was mache ich da? Aber irgendwie ergibt es doch Sinn. Ja klar, doch, logisch. Denn sonst wärst du schmerzhafter vom Feld gegangen, sage ich mal. Mhm. Aber so kommt zu Kapilz, ist auch aus dem Spiel im ersten Mal, das ist ja auch nicht schlecht. Und du hast ja die Sleep Claws auf deiner Seite, also hätte dich eh nicht mehr einschlafen dürfen. Jupp. Ja, und ich glaube, in dem Moment habe ich auch einfach wieder vergessen, dass Turtok auch was hat, was mir wehtun könnte. Ich dachte so, ja, eine Aquawelle, ach komm, was soll schon passieren? Ja, oder Allstrahl. Ja. Ist halt. Wobei die Aquawelle ist dir klar, dass es auch gereicht hätte wahrscheinlich, ne? Ja, bin ich mir gar nicht so sicher, selbst mit Megawumme. Ja, ich bin ziemlich sicher, dass es gereicht hätte. Ja? Ich weiß es nicht, ich hab jetzt in dem Moment sowieso nicht großartig gut gespielt, muss ich mal sagen. Ja, ich würde sagen, du strauchelst gerade ein bisschen. Ja, das Problem ist, es funktioniert trotzdem. Also derzeit sieht es jetzt nicht so schlecht aus für mich, würde ich mal sagen. Ja, es ist doch ziemlich ausgeglichen, würde ich sagen. Ja, aber ich habe ein plus 1 Pins hier schon mal, das ist nicht plus verkehrt. Zwei. Plus 2, ja, Entschuldigung. Ja, da hast du es doch, ja. Da kommt die Rückkehr. Oh, Panzerjäger wird bestimmt total viel Schaden davon kriegen. Mm. Das war tatsächlich ziemlich viel.
Also, ich hätte jetzt mit weniger gerechnet. Ja. Es ist halt immer noch ein Panzer-Eron. Das ist, das musst du physisch nicht mal unbedingt auslegen. Ja, das ist wohl wahr. Ich denke mal, dass er das eventuell auch einfach mit einem speziellen Wesen spielt. Damit es ein bisschen mehr aushält. Der reicht natürlich aus, der Surfer. Ja. Sollte nicht überraschen, auch wenn es so neutral trifft, aber... Ja, Panzer-Eron speziell angreifen ist eine Sache, die man gerne mal tun sollte, wenn einem so ein Ding gegenübersteht. Mhm. Dummerweise habe ich gegen den Schleimdrachen da auch nicht so viel in der Hand und das war jetzt ein pures Opfer. Ich wollte sagen, das war wahrscheinlich ein Opfer. Mhm. Aber du bist jetzt in der glücklichen Lage, dass er wahrscheinlich wechseln wird. Ja. Und du darauf aufbauen kannst, weil minus zwei. Hm. Mhm. Das kann man tun, wenn man Latios heißt und ein Wahlglas hat. Richtig, aber das ist jetzt gerade nicht so der Fall bei beidem wahrscheinlich. Mhm. Da kannst du jetzt mit Lucretia angreifen. Und ja, jetzt sollte er auf jeden Fall nicht mehr Lumschaden machen. Das heißt, du hast einen Free-Hit so oder so, genau. Ja, auf jeden Fall. Und wir gucken, wer den kassiert. Die Quotenkrabbe. Die Quotenkrabbe, der ist aber umbenannt hier. War es denn auch Shiny schon? Ich würde sagen, war er früher auch ein Shiny? Ich weiß es nicht, vielleicht ist es ein neues. So, aber das ist jetzt die Sache. Ist er wie der Scarf? Das wird man ja, aber Gott sagen, das ist jetzt fast anzunehmen. Ja. Tornupto ohne Scarf ist ja so eine Sache, das tut man nicht. Ihr dürft euch gegenseitig mit nicht effektiven Attacken an den Schädel werfen. Mhm. Wobei der Flammenwurf aber effektiver ist als mein Moonblast. Ja, ich wollte sagen, ich glaube nicht, dass die nächste Mondgewalt reicht. Könnte knapp werden. Wenn der Zufallswert nett ist, dann reicht's. Aber ich glaube nicht, dass er nett ist. Doch ist er. Okay, ich habe nichts zu sagen. Ach so! Ja, der Zufallswert war sehr nett sogar. Mhm. Wenn man so möchte. Ah, ja, darf mal passieren. Es ist, muss ich aber leider sagen, dass jetzt schon der zweite Hex, glaube ich, in dem Kampf. Ganz am Anfang war noch irgendwas. Ich glaube, ach so, ja genau, die Drachenroute, die daneben ging, das war auch schon nicht so nice. Ja, stimmt. Aber gut, passiert. Aber ich wollte gerade sagen, das ist Pokémon, da sollte sich niemand drüber aufregen. Ja. Deswegen spielen wir ja auch Best of Three. Ja, genau das. So, und ja, da. Gardevoir war jetzt tatsächlich leider auch geopfert, so weh mir das auch tut. Das glaube ich dir. Aber auch wenn ein Whiskeron speziell definitiv so ein Eisstrahl von einem Quajutsu tut, auch den verdammt weh. Ja. Und da geht der Draco noch daneben, der mich ziemlich sicher gekillt hätte. Ja, vermutlich. Vermutlich, denn ich trage jetzt auch, wie man eventuell erwarten kann, nachdem ich bei dem Surfer schon rausgewechselt war, nicht den Fokusgurt. Aber das war tatsächlich schon das letzte Pokémon. Das war schon das letzte, ja. War vielleicht etwas glücklich für deine Seite, sage ich mal, aber ja. Ich würde im Endeffekt trotzdem sagen, dass es ein gutes Spiel war. Definitiv. Wobei sagen wir... eher von ihm als von dir. Sorry. Also, ja. Es hätte besser sein können, aber man muss ja auch erstmal warm werden und so. Ne? Ja, also das am Anfang mit dem Feuersturm war natürlich unglücklich. Ja, wie gesagt, einfach gar nicht nachgedacht. Ja, das kann mal passieren. Mhm. Sollte natürlich nicht, aber naja, sei es drum. Du hast es jetzt trotzdem gewonnen, das heißt 1-0 aktuell für dich. Ja. Und wir dürfen abwarten, was wir dann da gleich im zweiten Match erwarten können. Wieder mal Teamumstellung. Wir haben jetzt schon häufig gehabt, dass manche komplettes Team einfach rausgeworfen haben. Mhm. Darum hatten wir auf der anderen Seite auch wieder Leute, die einfach ihr Team komplett drin gelassen haben. Wobei es war, glaube ich, erst einer. Ja, kann sein. Und zwar der Abrax, das müsste es gewesen sein. Da 0-1 Evo gegen The Miffy. Das zweite Match und ich sehe bei ihm tatsächlich nur eine Änderung in der Reihenfolge. Ja, bei mir ist es ein bisschen mehr. Bei dir ist allerdings nur Xerox noch da. Richtig. Und der Rest komplette Rest ist umgestellt. Der ist komplett umgeworfen und du leadest mit, warte, wie wird das unten gesehen mit Meister Mit dem Linken. Immer mit dem Äußersten wird geleadet. Genau. Ja, ich muss gerade gucken, was unten links der Äußerste ist, aber... Ja, das ist Meister Griff. Das meinst du mit Äußerst. Ja, die am Rand, logisch. Ja, genau. Meisterriff gegen Panzer-Eron, ja, da könnte man schon fast vermuten, wie der erste Zug ausgehen wird. Ich rechne mal ganz fest mit einem Wechsel deinerseits auf... Labus. Auf Lamus, mhm. Okay. Würde ich jetzt mal schon... Das ist jetzt nur meine Vermutung, die das sein wird. Wenn ich weiß wenn es tatsächlich obvious, auch nicht mehr. Wenn aber es die obvious choice wäre. Es wäre wahrscheinlich die obvious choice. Ich habe auch meine absolute Nerv-Kombo dabei. Ich möchte gerade nicht mal anmerken, ne? Du hast... könntest es ziemlich schwer haben gegen Panzer-Eron hier, weil eigentlich ja. Sind da nur zwei Pokémon, die wirklich was machen können. Durengard ist halt auch, hat halt ja den Spukball, gut, der wird wehtun, logisch.
Durengard und Lamos sind das nämlich. Mhm. Und Chansey halt höchstens mit einem Geowurf. Genau. Nur da kann er sich auch dann immer wieder hochroosten. Und ich hab's drin. Verkackt. Du bleibst sogar drin, meine Güte. Und kriegst den Sturzflug ab. Voll ins Gesicht. War das erwartet? Ja, schon. Aber ich hatte nicht gedacht, dass es mir so viel Schaden machen würde. Ich unterschätze Panzer Aerons Angriff ganz gerne mal. Und der Abschlag. Ja, der mir natürlich aber leider. Ja, du kannst jetzt natürlich trotzdem noch, aber hey, mein wird in der Beulenhelm in Zukunft nichts mehr machen. Es ist natürlich schade, dass Bob jetzt so wenig hat, weil dadurch hat er unglaublich an seiner Bedrohnis verloren, weil er jetzt nur noch. An seiner Bedrohnis. An seiner Bedrohlichkeit. An seiner Bedrohlichkeit verloren, weil jetzt eine Prio-Attacke natürlich schon das ausbedeutet. Außer du bist schneller bei der Prio. Ja, aber. Du, ja, bis man Meistergriff irgendwo schneller ist, bei dem Team, ich glaube nicht. Ich habe jetzt nicht so viel Bizarro-Raum-Support. Und da kam der obvious Feuersturm. Ja, hat auch einen guten Wechsel definitiv gemacht. Für den Nara steckt das nämlich weg wie nichts. Ja. Ich möchte nichts sagen, aber das ist eher wieder ein etwas holpriger Start auf deiner Seite gerade. Jetzt musst du erstmal wieder ein Spiel zurückfinden, aber gut, diesmal kannst du dir sicher sein, dass Shirox nicht von irgendwas allzu schwer getroffen werden sollte. Ja, der Spukball ist zumindest nicht resisted und ja, ne? Ja, aber da kam der Drop. Ja gut, aber er wird auf keinen Fall das Felinara drinnen lassen, das war klar. Das wollte ich gerade sagen. Das heißt, du hast jetzt trotzdem eine Wahl, irgendwas frei anzugreifen. Mhm. Und dadurch, dass der Beulenhelm jetzt auch schon mal weg ist, kann ich ohne Probleme auch ruhig einen Patronenhieb raushauen, selbst wenn Panzer Aeron rauskommt. Richtig. Nack und Slose zurück. Genau, das war das, was ich am Anfang vermutet hatte. Bleibt nur die Frage, nein, er hat nicht damit gerechnet, scheinbar, sonst hätte er wahrscheinlich direkt den Double Switch in dieser Form riskiert, um etwas Konterndes für Lamos reinzuhauen. Ja, aber so hast du zumindest schon mal einen sicheren Ruheort gehabt, das ist auch nicht zu verachten. Ja, in der Tat. Vor allen Dingen, weil Turtok auch ein Pokémon ist, was jetzt eigentlich nicht so viel zu befürchten hat vor Lamos Attacken. Mhm. Im Normalfall. Yes, ich habe nicht viel, womit ich ihm großartig Schaden machen könnte. Die einzige Attacke, die wird wahrscheinlich jetzt kommen. Er bringt ja auch eine gute Defensive mit. Ja, auf jeden Fall. Wo man erstmal durchkommen muss. Und was, das ist eigentlich, mir fehlen so ein bisschen die Hazards auch von ihm aus gespielt. Weil er eigentlich, ich meine, sein Team schreit ja geradezu danach, dass der Gegner sagt, oh, ich muss hier mal rauswechseln. Mhm. Entweder, ja, ich weiß nicht, ob er es nicht drauf hat oder ob er einfach nicht dazu kommt. Wahrscheinlich eher zweites. Ich denke mal, er kam einfach noch nicht dazu. Panzer Aeron ist auf jeden Fall ein Hazardleger, möchte ich behaupten. Und guck mal, ich habe schon wieder nicht nachgedacht. Ich wollte gerade sagen, das war die Finster-Aura. Ich wusste tatsächlich nicht, dass es das kann. Echt nicht? Nein. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe ja selber einen Mega-Turtok, aber das hat keine Finster-Aura. In dem Moment meinst du nicht dran. Achso, okay. Und da. Ja, ich glaube, ich hatte es schon mal irgendwo gesehen, aber ich habe in dem Moment tatsächlich einfach nicht dran gedacht. So, und ich möchte nichts sagen, aber du hast jetzt nur noch ein Pokémon, was Panzer Aeron wirklich gut besiegen kann und das kommt wahrscheinlich jetzt, ja, genau. Mhm. Phantomgen, schön. Ja. Verhöhner, gut, das interessiert dich herzlich wenig, denke ich mal. Ja, es knockt mein Königsschild aus, das ist auch schon nicht so schön. Gegen Panzer Aeron selbst hättest du das, denke ich mal, nicht machen wollen. Aber nee. Das kann er geschickt umspielen, weil du bist ja, denke ich mal, speziell. Nein, wie kommst du auf die Idee? Ich wollte sagen, weil dann hättest du wirklich ein Problem gehabt gegen Panzer Aeron. Mhm. Das wäre tatsächlich recht doof gewesen. Ja, aber man sieht schon, ohne Wechsel geht's nicht. Also ich kann es nur mal betonen, hier fehlen definitiv die Hazards. Und da wärst du die Drachenroute gehabt. Die will einfach nicht Drachenroute. Nee, die möchte nicht. Aber das ist jetzt auch sehr fragwürdig. Er versucht dich tatsächlich. Also, dass das nicht klappt, das kann ich mal prophezeien. Ich weiß es nicht. Der sinnvollste Switch wäre eigentlich, wenn ich das Team richtig im Kopf habe, Panzer Aeron gewesen, oder nicht? Ja. Ich meine, dass das Toxic kommt, war relativ offensichtlich. Und Panzer Aeron. Ja, gut, oder Kapilz, das wäre natürlich auch eine Option. Wäre natürlich vor allem super gewesen, wenn es Aufheber hat. Ja. Dann kommt ja. Der Geowurf, der macht natürlich ein bisschen Schaden, aber ich glaube, ich wollte gerade sagen, da bleibt nicht drin. Die Sache ist, er hat jetzt. Es kommt drauf an, was für ein Kapilz er da spielt. Ob es der Sub-Puncher ist oder halt der Techniker. Naja, aber ein Sub-Puncher würdest du sehen, weil der jetzt schon den Toxic Orb. Ja, stimmt, hast recht. Also es wird ein Techniker sein, auf jeden Fall. Ja, genau. Jetzt bin ich natürlich am Pennen. Ich wollte eigentlich Bob nur als Kanonenfutter reinholen, aber jetzt habe ich eins in der Hinterhand, was am Pennen ist, was ich immer noch als Kanonenfutter benutzen kann. Und für was anderes auch nicht mehr gut ist. Ja.
Schade, und Meistergriff ist eigentlich echt eine sehr große Gefahr. Ja. Es sollte leider nicht sein. Der Sturzflug am Anfang hat doch etwas zu heftig getroffen, zu deiner Überraschung. Ja, ich hätte in dem Moment auch einfach den Ableithieb vielleicht drücken sollen. Der hätte ein bisschen mehr Schaden wahrscheinlich gemacht. Ja, man hätte es eventuell später nochmal reinholen können. Weil das Ding hält ja verdammt viel aus, wenn man nicht stark genug zuhaut. Mhm. Und das war tatsächlich auch ein vergleichsweise... Habe ich jetzt nicht aufgepasst? Es war ein Switch-In auf den Spukball, oder? Nee, du warst... nee, er hat angegriffen. Meine ich. Ja. Da hatte ich, glaube ich, tatsächlich Glück, dass ich Durengard in den Spukball reingewechselt habe, weil ich so auf jeden Fall meinen Schwächenschutz schon mal aktivieren konnte. Ich hatte halt eigentlich mit einer Schallwelle gerechnet. So, ja, klar. Weil der Meistergriff vorher drin war. Und das Giftfall. Es ist natürlich gut, dass das Viscogon jetzt vergiftet ist, weil... auch so ein Pokémon. Du hast zwar noch ein paar physische in der Hinterhand, aber, ne, ich sag's nochmal gerne, Evo hat ja eine ziemlich gute Defensive mitgebracht. Ja. Und, ja, gut. Ein langsames Durengard, oh mein Gott. Ein sehr langsames Durengard. Das wird aber deine ganze Strategie wieder über den Haufen werfen. Reicht noch nicht aus, aber gut. Viscogon ist auch ein Pokémon, egal was er macht. Entweder er wechselt unnötigerweise, was nicht gerade klug wäre, aber er macht es auch nicht. Nee. Aber seine Attacke ist schon wieder daneben gegangen. Das ist so ein bisschen... Also langsam wird es unangenehm für mich, weil so sieht das jetzt sehr hexy aus. Was war noch gerade für eine Attacke? Das habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Feuersturm, wenn ich mich nicht irre. Die geht viel zu schnell schon wieder bei da unten. Ja. Ob es jetzt ein Feuersturm oder eine Drachenroute war, es ist trotzdem daneben gegangen. Es ist trotzdem ärgerlich. Es ist gleich vor allem Viscogon relativ häufig hier. Ja. Das verfluchte Schneckenmon. Drachenmon. Wo einmal draufhauen kannst du noch, dass es nicht reicht, ist, denke ich mal, kein Geheimnis. Ja. Das wird dafür doppelt reichen. Wobei ich mich frage, warum ich nicht tatsächlich versucht habe, in der Schildform die Finsteraura zu überleben. Ich denke, das hätte ich überleben können, vor allem, weil es kein Step ist. Ah, nee. Ich denke, wie viel Felinara abgezogen hat eben mit dem Spukball. Das war schon fast die Hälfte. Gut. Man weiß es nicht. Beziehungsweise ich weiß es jetzt gerade im Moment nicht. Würde ich jedenfalls jetzt mal vorsichtig tippen. Und du wächst tatsächlich deinen Bob wieder auf? Ja. Oh, ich habe so eine Vermutung, was du vielleicht... Nein, hast du nicht, okay. Ich dachte nämlich gerade, vielleicht möchtest du Bob später nochmal mit Heilopfer retten. Das ist ja eine Sache, die ich ja schon häufiger auf Scharnierer gesehen habe. Ja, nee, aber ich mag kein Heilopfer. Ich habe auch ganz ehrlich gesagt gerade nicht so viel Ahnung, was ich da getan habe. Weil irgendwie ergab das nicht viel Sinn, ihn aufzuwecken und dann direkt dem Sturzflug zu opfern. Vielleicht hattest du da noch einen anderen Plan, hast ihn aber spontan über den Haufen geworfen. Wahrscheinlich, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Ja, ein Weilchen ist es her, man hat so Daten gesehen, es war Ende Oktober. Ja. Also die Daten, welche ich gesehen, da stand irgendwas von November, weil ich da die Sachen, weil ihr die da hochgeladen habt, so. Ja, okay, und da kommen auch seine Steinchen. Nebenbei angemerkt, Problem ist eingetroffen, die Pokémon sind weg, die Pazeron besiegen. Und jetzt stehst du da. Muss ich irgendwie da mit Ruheort aus dem Weg geschafft kriegen. Das. Das stelle ich mir abenteuerlich vor. Da bin ich ja mal gespannt. Aber tatsächlich habe ich trotz minus 1 gerade noch ziemlich viel Schaden gemacht. Das war tatsächlich ziemlich viel. Aber ich bin gespannt, wie du damit jetzt umgehen willst. Ja. Es gibt da noch eine Sache, die passieren könnte, auf die man sich niemals verlassen sollte. Fritz? Das wäre. Ah, das ist ja natürlich sehr effektiv dank des Ruheohrs. Das ist eine Sache, die dir sehr zugutekommt. Ja. Auf jeden Fall. Aber ich mache ihm halt immer noch nicht. Ich mache ihm immer weniger Schaden und es ist immer noch nicht mehr als Hälfte. Es ist halt so eine Sache. Aber. Ja, und vor allen Dingen. Es bringt ja nichts, weil du immer. Es wird immer ein bisschen weniger sein und er heilt sich immer wieder. Das ist so eine Sache, die haben wir schon so oft besprochen im Verlauf der Burg. Ja, ich weiß. Wenn du einen Staller einfach nicht mehr. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, der Crit ist gerade das Einzige, was mich überhaupt retten könnte. Ja, I see. Ich weiß nicht, was hast du gerade? Du hast doch was, ne? Ich hatte noch irgendwas in der Hinterhand, ja. Oh, und da ist er tatsächlich. Ich glaub's ja nicht. Meine Güte, Micha. Ja, Mensch. Also da wollte es aber echt jemand. Ja, es war nicht so das Beste, was ich da zusammengespielt habe. Arceus wollte es unbedingt. So, aber es ist doch nicht vorbei. Aber Panzererod ist weg. Und... das ist für dich persönlich, denke ich mal, ziemlich nice. Oh ja.
Weil Panzer Aeron wäre echt ein Problem geworden. Das hätte ich höchstens mit Chansey irgendwie wegstallen können. Ja gut, er hätte dir auch nicht viel gekonnt. Ja, das ist die nächste Sache. Und das wäre dann ein sehr krampfiger Kampf zwischen den beiden geworden. Deswegen bin ich ganz froh, dass es so gelaufen ist. Nein, aber, ne? Weißt du, was ich meine? Da hat er ja. Ein Pokémon, was ebenfalls hier noch sehr gefährlich werden kann. Das stimmt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mindestens einen Tempohieb gerade bei vollen KP überlebe. Ja, selbstredend. Das sollte, denke ich mal, keine Gefahr sein. Vielleicht überrascht er dich jetzt und hat trotzdem den Powerpunch drauf. Das wäre interessant. Das wäre tatsächlich auch eine ziemliche Bedrohung für Chansey. Ja, aber scheint nicht so sein, weil man die Animation, glaube ich, vorher sieht. Vom Wechsel. Weiß ich nicht. Glaube nicht. Oder? Denn Morwile oder doch? Ist auch nochmal mit am Start. Das kam ja noch gar nicht raus bisher. Ja. Und der Bedroher sorgt nochmal für ein bisschen Debuff. Ja. Das sieht man auch. Dann kannst du dich jetzt erstmal megern und... Ja, ich meine, du hast wahrscheinlich... Doch, klar, du hast natürlich den Knuddler, der ist sehr effektiv und der wird Kapilz auch aus dem Spiel nehmen. Da kann die Kugelsaat auch nicht mehr viel ausrichten. Mhm. Ich habe aber vor allem auch einen Schwerttanz. Ja, das hast du auch. Oh, okay. Ich rieche hier einen Flunkiefer-Sweep. Weil wenn mich nicht alles täuscht, er hat noch Kapilz und Turtok. Und einen Tempo-Hieb. Ich sehe gerade, ja. Ja. Du musst jetzt aber aufpassen, dass er dich nicht outplayt damit. Okay, da darfst du nicht. Aber da falle ich nicht zweimal drauf rein. Ich wollte sagen, das war dir. Den Fehler mache ich einmal und danach nie wieder. Das war ihm zu heiß. Für den Kampf nicht. Ja. Er hätte natürlich jetzt auch noch mit was anderem angreifen können. Ich weiß nicht, was sein vierter Move ist. Da geht Turtok down. Mhm. Und Flunkiefer hat wieder das gemacht, was es am besten tut. Aber noch ist es nicht vorbei. Er hat ja immer noch seinen Scarfed. Tornupto, aber was willst Scarf Tornupto gegen den Tiefschlag machen? Den überlebst auch so nicht. Okay, alles klar. Nee. Ich hab Tornuptos Werte so gar nicht im Kopf. Ja, aber nach plus 2 bei Mega Mobile. Ja, stimmt schon. Und da geht das zweite Match ebenfalls an dich und es tut mir leid, das zu sagen, aber das war tatsächlich etwas holprig. Ich weiß. Holprig, ja, du musst da. Also, sag mal, du bist da so ein bisschen durchgestolpert irgendwie. Ich wollte gerade sagen, ich bin mehr durchgestolpert als durchgekämpft. Aber. Der Sieg ist trotzdem dein. Das heißt also 2-0 für Mifi gegen Evolution. Aber auch hier, Leute, ich kann es aber sagen, es ist noch nicht vorbei. Evo ruft damit. Ist ja jetzt erst im Loser Bracket gelandet und kann sich da immer noch durchprügeln. Richtig. Das heißt also, ihr seht gleich am Ende des Videos noch einmal die aktuellen Begegnungen. Die erste Runde ist damit gelaufen. Wir haben unsere ersten Siege ermittelt. Noch sind alle im Spiel. Noch. Aber. Ab dem nächsten Match, was ihr übermorgen sehen werdet, fliegen die ersten raus. Das nur nochmal so nebenbei. Das heißt, dann sind wir werden immer weniger jetzt nach und nach. Das war die Runde. Wir haben den Auftakt gesehen von allen 8 Teilnehmern, um zu sehen, was sie so auf dem Kasten haben. Wir warten nochmal ganz kurz, dann wird hier gleich nochmal der aktuelle Turnierplan eingeblendet. Da sehen wir es in der nächsten Runde. Darklord Abraxas gegen Derpserpy im Upper Bracket. Spiel Nummer 2. Philipp Firefly gegen The Mifi, ebenfalls im Upper Bracket. Und ich habe gerade misserzählt, das sieht ihr nicht als nächstes. Als nächstes hätte er nämlich erst unten die Spiele im Lower Bracket. Da sehen wir ja Pascal gegen Fanmade Let's Play. Das Spiel seht ihr ja übermorgen. Und auch übermorgen am Abend seht ihr dann Akaru X gegen Evolution. Und erst danach kommen die Kämpfe oben im Upper Bracket. So, seid gespannt, Leute. Das heißt also, ab übermorgen geht es für die Ersten um die Wurst, um die berühmte. Und mal sehen, wie sie diese aufteilen werden. Ach, das war doch eine wunderschöne Metapher. Oder bevor ich weitermache, höre ich lieber auf, Leute. Das war Suicide Hinterhalterbuch für heute. Bis dann, ciao. Tschö. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.